Der Hamburger Dom ist eine Tradition in Hamburg und gehört zur Stadt wie der Michel. Dreimal im Jahr findet das größte Volksfest im Norden statt und lockt Millionen von Menschen in die Hansestadt. Derzeit läuft der Sommerdom. Noch bis zum 25. August geht es auf dem Heiligen Geistfeld rund ums Vergnügen. Auf 160.000 Quadratmetern sind 230 Attraktionen platziert. Vom Riesenrad über die Achterbahnen bis hin zur Wildwasserbahn oder der beliebten Geisterbahn in allen Variationen. Schwenkgrill, Fischbude, Zuckerwatte oder Schmalzgebäck. Auch die kulinarischen Varianten haben hier ihren Platz. Der Festplatz öffnet täglich um 15 Uhr und läuft bis 0.30 Uhr am Wochenende und in der Woche bis 23 Uhr. Mittwochs ist Familientag, da gibt es dann ermäßigte Preise für Familien. Und freitags gibt es um 22.30 Uhr die legendären Feuerwerke. Der nächste Dom ist dann wieder der Winterdom, der vom 8.11. bis zum 8.12. stattfindet.